Hey Leute und herzlich willkommen. Wie ich gestern in meinem Video schon angekündigt habe, möchte ich heute als allerletztes, bevor es morgen wieder mit Let's Plays losgeht, noch einmal auf mein Outro, das ihr gestern vielleicht schon gesehen habt, am Ende des Videos, wenn nicht, könnt ihr das jetzt einfach kurz nachholen und hier pausieren, auf mein Outro eingehen, das ich mir in den letzten Tagen in, wow, ziemlich anstrengender Kleinarbeit zusammengefriemelt habe. Um ganz genau zu sein, möchte ich nicht auf das Outro an sich, sondern auf die Musik eingehen und hier so einen kleinen musikalischen Exkurs machen. Hat es vielleicht nicht unbedingt was mit Gaming zu tun, aber ich möchte es trotzdem mal machen, weil ich denke, das ist auch mal zu sehen ganz interessant. Gemacht habe ich das Ganze in Reason. Man sieht auch die Programme, die ich verwende auf meiner Website. Aha, da war er wieder. Die Website. Der Website. Geiles Deutsch, früh am Morgen, mir egal. Und hier drin habe ich das Ganze gemacht. Dieses Programm unterscheidet sich so ein bisschen von anderen Musikmachprogrammen, sage ich mal, wie Cubase oder sowas. Dadurch, dass es, wie man hier jetzt gerade schon gesehen hat, sehr realitätsnah ist. Man kann zum Beispiel durch komplexe Verkabelungen schaffen, neue Effekte zu machen. Man hat die Geräte, die man hier verwendet, die Sounds, tatsächlich als Geräte vorlegen und kann ja auch dementsprechend Einstellungen machen. Musste ich hier zum Beispiel machen, damit mein Bass nicht so wummert, den ich reingelegt habe. Und als allerletztes haben wir auch einen relativ komplexen Mischpult, den ich für dieses Stück Gott sei Dank nicht so hart gebraucht habe, aber der auch noch zum Programm dazu gehört. Also man sieht, das Ganze ist sehr komplex und ich habe, glaube ich, auch mehrere Jahre gebraucht. Ja, man, ich habe tatsächlich Jahre gebraucht, um mich hier drinnen zurechtzufinden. Als allererstes möchte ich aber auf das Stück an sich eingehen, beziehungsweise auf den Aufbau des Stücks. Huch. Habe ich davon gerade noch was verschoben? Ich habe nämlich gerade schon mal eine Testaufnahme gehabt und da habe ich ein bisschen was verkackt und ich glaube, das hat man gerade gehört. Nochmal von vorne. Ach, ich finde das so traurig, dass auf YouTube die Audioqualität immer so schlecht ist. Wie ich das jetzt gerade höre, ist auf so viel höhere Qualität, wie YouTube draus macht. Aber was soll man sagen, es ist egal. Ich möchte so ein bisschen, ja, musiktheoretisch das kurz analysieren, was ich hier komponiert habe. Und dazu nehme ich mir mal ein Klavier her, zum Beispiel dieses hier. Genau, das kann ich jetzt gerade über mein externes Keyboard, das ich noch angeschlossen habe, steuern. Und das ist auch ziemlich gut, weil ansonsten würde ich hier wahrscheinlich verrückt werden. Anfangen tun wir in A-Moll. Eigentlich wollte ich in C-Dur anfangen, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich doch auf A-Moll gestartet habe. Denn eigentlich war das Stück so gedacht. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, dieser Übergang, der ist zwar theoretisch relativ interessant, aber so in der Praxis hört er sich einfach total unepisch an. Deswegen bin ich dann von C zur Parallel-Molltonart. Parallel-Molltonart bedeutet einfach, dass die Vorzeichen, ja, dieselben bleiben. Und so bin ich jetzt in A-Moll. Als nächstes gehe ich einen Schritt runter, und zwar auf die Dominant-Parallele. Und hier muss ich auch schon klar aufpassen, denn das wäre fast ein Satzfehler gewesen. Mal so ein kleines Zurückblicken in Musikgeschichte. Früher hat sich ja die Musik so entwickelt, so im letzten Jahrtausend. War eigentlich schon viel früher, aber ich sage jetzt einfach mal in den letzten paar hundert Jährchen. Und da ist irgendwann der vierstimmige Satz aufgekommen. Das war letztlich so etwas. Wieso? Also so in diese Richtung. Vier Stimmen gleichzeitig. Und da gab es eine große Regel, und zwar, dass Parallelverschiebungen ganz, ganz böse sind. Parallelverschiebungen sind zum Beispiel sowas. Hört sich jetzt an sich ein bisschen langweilig an. Ich spiele jetzt genau dieselben Noten, ich baue sie nur ein bisschen um. Achtung. Sind genau dieselben Töne an sich, aber dadurch, dass ich sie umgelegt habe, also manche Töne eine Oktave höher und andersrum auf dem Klavier, kann man das ja ziemlich gut machen, hört sich das schon nicht mehr so langweilig an und genau so einen Satzfehler hätte ich hier fast eingebaut. Und zwar in diesem Schritt hier. Allerdings wollte ich meine Melodielinie auch wirklich auf diesen Tönen haben, das heißt, es ist mir selber gar nichts anderes übrig geblieben. Okay, aber ich will jetzt nicht zu arg in die Theorie abdriften. Wir haben hier SA, dann das G, G-Dur und dann D-Dur. Es ist hier auch relativ interessant, weil entweder man sieht das Ganze jetzt in C-Dur, wo ich es als erstes gesehen habe, dann wäre das die Doppeldominante. Das heißt, die Dominante der Dominante hört sich dann so an. Wenn man so quasi quint aufsteigend durchgeht.
Ist jetzt aber auch in dem Fall eher uninteressant, da ich in A-Moll starte. Und da ist es sogar noch interessanter, dann ist es nämlich die Subdominante von A und zwar in Dur. Eine Dur-Subdominante an sich ist schon meiner Meinung nach was eher Besonderes. Sieht man manchmal in der Romantik, soweit ich weiß. Und dann ist das immer ein recht interessantes Mittel, wenn man zum Beispiel in Moll startet. Und dann da durchgeht, das ist doch eher interessant. Und so starte ich eben, wenn man mal den Aufbau beiseite lässt, so. Als nächstes kommt der Trugschluss. Trugschluss ist eines der schönsten Mittel, die es in der Musik gibt. Und zwar ist das die sechste Stufe, wenn man zum Beispiel von der Dominante kommt. Und ich gebe euch mal ein Extrembeispiel. Das mache ich aber mit den Streichern, da kommt es nämlich besser durch. Und was erwarten alle von euch? Natürlich das Finale. Und was bekommt ihr? Den Trugschluss. Das ist so quasi die Verarsche, weil das Ohr durch die Musik, die wir jeden Tag hören, also so die typische, ich habe leider keinen Trance-Sound hier, so diese... Das ein bisschen weiter aufgeschächert ist, so Zeug wie David Guetta oder sowas. Was wir täglich so von ganz vielen Seiten reingetrichtert bekommen, ist immer so ganz einfache, primitive Harmonien. Und der Trugschluss, der geht eben ein bisschen weiter da draus raus, weil der einen nicht das ersehnte Finale, die ersehnte Auflösung gibt. Und genau diesen Trugschluss habe ich hier eingebaut. Wenn man jetzt mal weiterhört. Tja, es ist eben doch noch nicht zu Ende. Und als nächstes gehe ich dann komplett aus meiner Harmonie raus und zwar mit einem Quintfall. Quintfall kennen manche von euch, ohne es zu wissen. Das ist nämlich bei ganz vielen klassischen Stücken der Fall. Ich kann mal kurz zeigen, wie sich ein Quintfall anhört. Ups. Moment. Okay. Ah, hier. Also das so im Stil war selber ein Quintfall. Man könnte das zum Beispiel jetzt bei Parpelbel nachverfolgen, wie das in Kanon in C, also das Intro von Semper Video, wer das nicht kennt, zum Beispiel nachverfolgen. Also es gibt ganz verschiedene Sachen und genau das benutze ich hier auch, um nachher von meinem Trugschluss F-Dur in B-Dur zu gehen. Und zwar mit der sechsten Stufe drin. Und das Ganze dann aufgelöst zu S. Was an sich eine sehr schöne Tonart ist, auch als einer der weichsten Tonarten an sich gesehen wird und ja auch ziemlich, ja nicht allzu nah, aber doch relativ nah mit A zusammenhängt. Wenn man sich zum Beispiel jetzt das A-Moll anguckt, Parallele sind wir bei C oder bei C-Moll und davon die Parallele sind wir genau beim S. Hört sich jetzt für mich gerade unendlich logisch an. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es nachher in den Kommentaren so wimmelt, ey Skate, was erklärst du da gerade? Das ist so ein bisschen Musiktheorie. Wer das nicht kennt oder wer das lernen will, da empfehle ich jetzt einfach einen der Kanäle, die ich gestern vorgestellt habe. Und zwar den Klaus Kauger. Denn der erklärt genau das, was ich hier gerade angewendet habe. So viel zum Aufbau. Und wer jetzt noch dabei ist, was wohl die wenigsten sein dürften, weil ich einfach gerade so ein bisschen zu theoretisch war, glaube ich, komme ich noch ein bisschen... zum Klang von dem Ganzen. Es gibt hier, ganz am Anfang, die werde ich nicht zeigen, die sollt ihr selber raushören, aber es gibt am Anfang eine versteckte Melodielinie, die ich so leise gemacht habe, dass man sie normal, wenn man nicht drauf achtet, nicht raushört. Und da könnt ihr mal drauf achten. Ich kann euch mal zeigen, die sieht so aus. Ich werde es jetzt aber nicht vorspielen. Hört sie selber raus, Leute, denn eine Variation davon sieht man auch am Ende und dann hört man sie auch. Das ist, was am Ende kommt, zusammen mit diesem schönen S-Dur-Akkord. Ansonsten, was habe ich gemacht? Es sind letztlich dieselben Instrumente. Ich habe ein bisschen recycelt von meiner Promotion, dieses... Wie ist denn das? Hört man auch irgendwas, wenn ich das auf irgendein Instrument spiele? Wie war denn das? Irgendwie so, meine Promotion kennt ihr ja sicher noch. Und ich habe letztlich die Instrumente hier einfach recycelt. Und was jetzt dabei rausgekommen ist, sieht man ganz, ganz viele Sachen, die letztlich alle dasselbe spielen. Aber, und jetzt kommt der weitere Teil des Programms, alles unterschiedlich abgemischt. Und das sehen wir jetzt hier.
Man kann mit diesem Mischpult noch viel, viel mehr Sachen machen, die ich normalerweise auch verwende. Für dieses Lied hier war es jetzt aber nicht weiter notwendig, weil das hier liegt jetzt alles in verschiedenen Lautstärken, wie man hier schön sieht, auf den Reglern übereinander. Und letztlich ist das der Klang von meinem Outro. Tatsächlich ist das Outro so lang und ist letztlich auch nur entstanden, weil ich diese Melodie im Kopf hatte, weil ich diese Idee hatte, das so zu komponieren. Jedenfalls so ungefähr. Letztlich habe ich es dann doch musiktheoretisch gemacht und nicht nach dem, was ich im Kopf hatte. Und das ist eben dabei rausgekommen, hat mehrere Stunden Arbeit gekostet, das jetzt hier so aufzubauen. Sieht es total einfach aus, aber ist es tatsächlich nicht gewesen. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum ich das Video mache. Das hat vorhin noch so viel Sinn ergeben. Ich werde es trotzdem hochladen. Für alle unter euch, die sich ein bisschen mehr in Richtung Musik interessieren, ist das sicher definitiv interessant gewesen hier. Und letztlich, ja, sieht man jetzt diese 25 Sekunden am Ende auch dieses Videos wahrscheinlich wieder mit einem furchtbaren Schnitt, weil ich hier mit Camtasia aufnehme und das mit den Schnitten und so nicht wirklich gut ist. Und ja, ich wollte einfach dieses Video machen. Morgen geht es wieder ganz normale Let's Plays weiter. Wenn ihr noch Fragen zu dieser ganzen Musikgeschichte habt, die ich jetzt hier erklärt habe, nur gerne in die Kommentare damit. Und an alle Hater da draußen, ja, morgen kriegt ihr ja wieder Minecraft. Also in diesem Sinne, bis morgen und tschö, tschö.